Also Uli, du bist jetzt seit einem Jahr bist du Kunde bei uns und hast dein Riese und Müller Scharche komplett umgebaut. Und ich kann nur staunen, welche Detaillösungen du drin hast. Aber jetzt erstmal, was hast du eigentlich mit diesem Konzept vor, gehabt? Und wie weit hast du das Ganze jetzt getrieben? Erklär uns das doch mal ein bisschen. Ja, mein Grundsatz war ja damals, wo ich gekommen bin, gesagt, ich will ein bequemes Rad, das aber auch ordentlich Power hat. Aber nicht wie quasi Moto gebückt, Knechte auf dem Fahrrad, sondern entspannt sitzen, modern Hollandrad, aufrecht, offenes Visier und bequem fahren. Und dann haben wir... Nein, wir kommen gerade zu der Maschine. Guck mal. Also hast du sowas Ähnliches, aber als elektrisch zum Treten, ne? Ganz genau, ganz genau. Und das war mein Ziel. Und dann haben wir so ein bisschen probiert und gefahren. Also Charger soll es sein, gefällt mir gut. Kräftige Rahmen, sieht ordentlich aus. Und dann haben wir halt angefangen. Bei dir war sehr gute Sattelberatung, Sattelstütze, der bequemere Lenker. Und haben wir mit 60 mm Schwalbe angefangen. Genau. Dann bin ich ins Land. Und dann habe ich halt so nach und nach immer wieder neue Ideen gehabt und habe die dann verwirklicht. Stück für Stück. Einfach breite Reifen, breite Felge. Wo es halt auch darum ging, eine Felge zu finden, die auf der Hinterachse eine 36er Lochung hat mit 6,22 Durchmesser. Habe ich dann gefunden von Velocity in Amerika. Hat man halt bestellt, umgerüstet, alles gut. Und dann Stück für Stück eben die andere Geschichte, die das Rad erwachsener gemacht hat. Mir war es wichtig, einfach ein mächtiges Rad zu haben, wo man drauf sitzt, wo das Rad aber eine gewisse Präsenz hat und nicht so verschwindet gegenüber. Ich bin auch 1,86. Da sieht es immer ein bisschen nach Kinderrad aus, wenn man ein normales Rad hat. Mhm. Und das wollte ich nicht. Und das ist eben dann draus geworden, mit verschiedenen Optimierungen, von angefangen von den Pedale über Lenkeroptimierung, eine zweite Batteriegeschichte, die ich für mich selber realisiert habe, mit einer Umschaltung, wo man hier eben dann manuell zwischen den zwei Akkus umschalten kann. Ich habe also einen Reservetank, der ist genauso groß wie der normale Tank. Und wenn es vorbei ist, dann mache ich schon so und so, einen Hochstromschalter, das Ding ist umgeschaltet und fertig. Ja, und dann eben Backträger ein bisschen hochgesetzt, weil das sieht auch ein bisschen popelig aus, wenn man da so direkt über dem Rad sitzt. War kein Platz mehr für die Schutzbleche bei den 29 Plus Rädern. Und ja, das ist eben dann draus war. Und heute sind ein, zwei Leute das ja gefahren, unter anderem du. Und ich habe dann gehört, ja, ist eigentlich als Konzept gelungen. Und das war meine Zielsetzung, ein bequemes Gesundheitsrad. Ich habe nie wieder Kreuze, ich habe nie wieder Knieweh, ich habe nie wieder eingeschlafene Hände. Es funktioniert einfach perfekt. Und dieses Gesamtkonzept, ein bequemes Rad mit richtig Power, CX-Antrieb und eine andere Primärübersetzung, hat funktioniert. Ja, und zwar wichtig ganz noch das Körperliche. Genau. Weil du schon sicherlich einkaufen vor. Ganz genau, ganz genau. Nee, das Körper, das war mir einfach wichtig, weil ohne den Korb hat das Rad eine optische Hinterlastigkeit. Und das ist vorne, wie wenn durch den Lenker, der mit 60 Grad steht, der Vorbau geht quasi nicht nach vorne, dann der zurückgebogene Lenker, die Hörner und das ganze Aufbau, ne, lässt das Rad hecklastig dann optisch erscheinen. Und der Korb ist äquivalent dafür, dass das dann wieder in die Balance bringt. Mhm. Ja? Also jetzt gucken wir uns nochmal die ganz feine Detaillösung an. Zum Beispiel hier eine Kugelrolle, wo dann der Zahnriemen drüber geht. Ja, das ist ja bekommen durch das Zurückversetzen vom Hinterbau, dass die Räder platt sind. Und den Wechsel vom Primärantrieb baue ich halt einen Zahnriemen, der gegenüber 113 Zähne in der Serie 118 hat. Und es passt halt nie ganz genau, ein bisschen, das muss man immer wegspannen. Und das habe ich durch die Rolle gemacht. Das ist ein ganz normales SKF Edelstahlkugellager mit einer Halterung innen drin, die mit einem Langloch versehen ist, wo man gar nichts sieht. Das Rad hängt einfach in der Luft. Und damit kann ich sämtliche Übersetzungsbereiche abdecken. Ich mache die Schraube auf, versetze es im Langloch, höher, 50 Hertz. Oh, 50 Hertz, anziehe, fertig. Und ich kann sogar hergehen, ich habe alle Räder vorne von 22 bis 28. Wenn eine Tour ist, wo viel Bergziege dabei ist, dann nehme ich halt einfach ein anderes Rad, Abzieher, Spider, die Mutter weg, das Ding wechsle, das ein bisschen nachspannen, 3 Minuten und die Primärübersetzung ist variiert. Das ist der Herr Müller-Pött. Ja. Daneben haben wir zum Beispiel einen Schlitten, wo du hier diese Klickfixhalterung hin und her bewegst. Genau. Die hat 15 cm Variation nach hinten und vorne, weil je nach Aufbau stößt du entweder da an oder da an und nie passt so richtig. Mhm. Dann habe ich da ist einfach vorhandene Bordmittel, das ist ein Trockengleitsystem von Igus, das Ding nochmal. Und dann kann man das die Schraube aufmachen, 15 cm nach vorne oder nach hinten, blockieren, fertig. Und es schwebt halt auch ein bisschen. Ja, ne? Also hier auch schöne Detaillösungen, hier der Gepäckträger verlängert.
Oder hier dann daneben so ein Spritzschutz hast du da gemacht, also ein Plexiglas. Ja, das ist halt alles Freiform. Und dann ist der Kammer händisch angefertigt. Ja. Kante schön gerundet und ich habe einfach keine Lust gehabt, dauernd Tschüss, dauernd Splitsteine in der Visage. Nee, das brauche ich nicht. Ja, was sind denn von Berufen? Ich hab einige Berufe. meistens selbst und ständig. Aha. Momentan Verkäufe. Dann hier auch daneben eine ganz interessante Scheinwerfer. Ja, sieht schick aus, gell, weil durch den Korb, weil über der serienmäßige Scheinwerfer strahlt der Korb an und jetzt das Vorfeld. Also machen wir ein bisschen was Schickes, dass das wieder funktioniert. Ja, das war es im Wesentlichen. Genau, dann eben Kleingruß, da oben die Halterung mit dem Kugelkopf. Die lässt diverse Anbauteile, Handy, Tablet für große Kartendarsteller, kann ich frei im Kugelkopf bewegen, anziehe, fertig. Ja. Und es ist alles doppelt. Ich habe zwei Trinkflaschen, ich habe zwei Schlösser. Eben alles, was man so braucht. Das Pedal sollte man nochmal vielleicht erwähnen. Ja, genau. Also ich bin heute mit gefahren und ich habe gemerkt, dass mein Fuß sich beim Pedalieren schön ausgerichtet hat. Also ich merke, dass mein Fuß, mein rechter, gleitet ein bisschen weiter raus, wie zum Beispiel der linke. Ne? Und hier macht daneben diese Federgeschichte, nimmt diese Bewegung auf und geht hin und her. Und das Ganze hast du nochmal die Trittfläche erhöht. Genau, mir war einfach die Trittfläche durch die Krafteinleitung vom Großzehe-Fußballer war mir einfach zu wenig, zu viel Belastung auf dem Fußgelenk. Und habe da zwei Auflagen, die haben einfach am Wochenende kurz mit meinem Machbar CAD designt, ein paar Variationen rausgezogen, die Schmetterlingsform sieht gut aus. Und dann eben CNC rausfräsen lassen, Kante runter, bohren, die Pins reinschrauben. Und dann ist ein symmetrisches Pedal oben, unten, egal wie man es erwischt. Und es ist sehr, sehr angenehm, wenn man einfach eine größere Fußauflage hat. Also ich muss das sagen, Respekt, Respekt. Ja, das hat halt Spaß gemacht. Ja, also du kannst was. Und aus so einem gute Scharcher, Giese und Müller, sowas Schönes draus zu machen, so eine individuelle Lösung. Und vor allen Dingen, es ist nicht so sportlich ambitioniert. Also viele machen ja irgendwie, wenn sie dann Tuning machen, dann viel Sport und viel Dings. Nee, bei ihm geht es um den Komfort. Und das ist ein Trend, würde ich sagen. Ich glaube, du bist deiner Zeit ein bisschen voraus, aber nicht viel. Die rückt noch. So wie das Auto, guck, das heißt aber on time. Seiner Zeit voraus. Und so ähnlich passt das Fahrrad auch. Ja, ja. Uli, du bist gut. Ja, es war mir eine Freude. Ist okay.